Guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit, wann auch immer Sie sich das im Internet anschauen. Ist ja nicht so, weiß man nicht, wann die Leute herkommen. Herzlich willkommen hier auf der Bühne im Donaupark. Ungewöhnlich. Normalerweise spielen wir in die Richtung, da sind tausende Menschen. Eine der schönsten Locations, in der man im Sommer Kabarett spielen kann. Hat ein bisschen was von der Woodstock Arena, von der Hollywood Bowl. Heuer anders, aber was ist heuer nicht anders, muss man sagen. Schön, dass wir uns so sehen, weil es wäre ja sonst auch schade, wenn es so nicht wäre. Nicht besser so als gar nicht. Corona gut verbracht? Jo, ey, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich finde, es ist schon ganz spannend, dass wir, also bei uns zu Hause zum Beispiel, wir haben uns doch viel gesehen jetzt, meine Frau und ich. Und es ist schon, also nach vielen Jahren, dann doch die Frage, wo man sich nachdenken anfängt, warum? Was war damals eigentlich, als wir gesagt haben, ja, wir probieren es miteinander. Geht oft verloren, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, trotzdem miteinander umzugehen. Also sie wohnt oben, ich unten, ab und zu treffen uns in der Mitte im Stiegenhaus. Das geht schon. Und ich bin lustigerweise draufgekommen, dass wir zwei Kinder haben. Das ist lustig. Also von Purm habe ich gewusst, weil der ist schon groß, aber das ist ein kleines Ding, immer dumm gewuselt jetzt da. Die gehört auch zu uns, hat meine Frau gesagt, das ist die Tochter, die ist 5 Jahre jetzt schon. Ist arg, nicht? Weil, hat sich schön entwickelt, das passt schon. Ja, Corona, ne? Der mühsame Zeit. Was bei uns zu Hause schon war, muss ich sagen, und das ist etwas, wo ich dankbar bin. Es haben ja viele Leute gestritten, nicht, was man so gehört hat. Wir haben nicht so viel gestritten, weil ich habe ja eigentlich keine Probleme. Habe ich gedacht, aber in der Corona-Zeit bin ich dann doch draufgekommen, dass ich auch Probleme habe, weil meine Frau mir genau erklärt hat, welche Probleme ich habe. Die ist aber auch, also ich sage immer, meine Frau hat einen professionellen Hintergrund. Es klingt oft deppert, aber sie ist Psychologin. Ja, also sie ist Psychologin und beschäftigt sich mit schwierigen Fällen, so auch mit mir dann intensiv. Es war teuer, muss ich sagen, weil sie verrechnet stundenweise. Also wir haben doch viel geredet miteinander, also Geld habe ich keins mehr. Aber ich weiß jetzt, was meine Probleme sind. Ich finde ja nicht, dass ich große Probleme habe, sondern es geht mir wie vielen anderen, die jetzt auch zuschauen wahrscheinlich. Meine Frau hat nämlich gesagt, Schatz, du wirst, je älter du wirst, immer grantiger. Also du regst dich immer mehr auf. Und ich habe gesagt, das ist ein Blödsinn, das stimmt überhaupt nicht. Also ich reg mich überhaupt nicht auf. Wen regen mich die anderen auf? Das stimmt, ja, aber jetzt nicht in einem Ausmaß, wo ich sage, es ist gefährlich oder man muss auf irgendwas aufpassen, sondern ich habe Gedanken, ja, aber Gedanken, die wahrscheinlich jeder von uns irgendwann schon mal gehabt hat, die ganz normal sind. Nicht? Also was weiß ich, im Straßenverkehr, nicht? Also wie es lang nicht gegangen ist und dann wieder gegangen ist im Straßenverkehr, ja. Da habe ich manchmal schon den Wunsch oder den Gedanken, dass ich dem da fuhren, der da fährt, dass ich dem einfach so mit einem Genuss gern eine fahren tät. Also einfach, das mache ich natürlich nicht, aber ich denke mir, ich würde gerne. Also, und ich frage mich dann oft, warum mache ich es nicht? Weil ich habe, weißt du, ein Vollkasko mit einem Freischaden im Jahr, kostet mir maximal 300er Selbstbehalt und ist allein nur von der Vorstellung her so beruhigend und so entspannend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber weißt du, also die klassische Situation im Wiener Straßenverkehr, wo du an der Ampel stehst, Verkehrsampel, nicht Corona-Ampel, nicht? Also stehst an der Ampel ganz gemütlich, denkst an nichts Schlechtes, hörst Radio, ne? Schaust ein bisschen was im Handy oder hörst nur Radio, es ist rot, es wird orange und noch bevor es grün wird, hörst du schon von hinten, mäp, mäp. Denke ich, was ist, was, wie alle hat das? Dann schaue ich natürlich in den Rückspiegel und sehe, ach klar, nein, es ist meistens so ein Bergbauer aus dem ersten Bezirk, der mit seinem SUV, weißt, der das ganze alle hat, der Angst hat, dass er bei 2 mm Schnee aus der Tiefgarage rauskommt, darum hat er ein SUV, der hupt schon und dann fahr weiter. Und dann würde ich gern einfach ganz entspannt sitzen bleiben, den Retourgang eingeben, schöne Kupplung, Retourgang, Motor auf 3.500 Touren kommen lassen, natürlich Spiegel, Spiegel, Schulterblick, ganz klar, vorschriftsmäßig, und dann siehst du schon, wann beim Retourgang das weiße Licht vom Retourscheinwerfer aufleuchtet und das weiße Licht vom Scheinwerfer in seine Augen leicht wie auf, was macht er, und dann ganz locker kommen lassen, Kupplung schnäpfen und bim. Das ist so ein, ich mach's nicht natürlich, aber es ist so ein befreiender Gedanke. Und dann ganz wichtig natürlich, sitzen bleiben. Sitzen bleiben, weil dann steigt der aus. Dann sitzt schon, wie schimpft. Was ist, was machst du, was ist, was ist hier geschissen? Und dann ganz wichtig, Fenster runterkurbeln oder runterlassen, nicht mit dem elektrischen
unserer hängt ein bisschen, aber nur so weit, dass er mit der Faust nicht durchkommt. Und dann, wenn er sich aufregt, was ist mit dir, was ist mit dir, kriegt er zwei Worte, nämlich Hupen verboten. Ach, herrlich. Aber wie gesagt, das sind Gedanken, die jeder hat, der mit dem Auto unterwegs ist in Wahrheit. Nicht? Also das ist nichts Besonderes. Oder jetzt Hundebesitzer. Hundebesitzer auch etwas, was mich dann doch ab und zu ein bisschen erregt. Jetzt, ich liebe Hunde in allen Rassen und Formen, aber es gibt Hundebesitzer und es ist fairerweise in der Wiener Stadt viel besser geworden. Wir erinnern uns vor ein paar Jahren, hast keinen Schritt gehen können. Heute ist in diesen Bezirken ist ein Super-G und kein Slalom mehr. Es ist wirklich Sackerl fürs Gackerl. Hat gewirkt, aber es gibt nach wie vor Leute, habe ich letztens beobachtet, wo das Hunderl hingackt hat. Der hat das Sackerl fürs Gackerl genommen, vorschriftsmäßig verwendet, aufgehoben, hat noch ein bisschen, was ist gefühlt, wie ist die Konsistenz vom Gacki und so, passt alles, ja, kriegt er genug zu essen und dann hat er das Sackerl zubunden und das Sackerl daunig gehabt. Das ist nicht vorschriftsmäßig, ja, so macht man das nicht. Und dann gibt es interessanterweise in Wien so viel mehr Hunde, Gackerl, Sackerl, die verwendet werden, als Hund gibt. So viel können die gar nicht hinscheißen, werden Sackerln verwendet. Und haben so eine Umfrage gemacht in Wien heute, das war sehr schön, und haben Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer interviewt, was die mit dem Sackerl fürs Gackerl machen. Die haben gesagt, ja, wir verwenden das halt, haben wir immer mit und hauen es dann weg. Und dann haben es die Leute gefragt, die keine Hunde haben. Was machen sie eigentlich mit diesem Sackerl fürs Gackerl? Sie haben nicht einmal einen Hund. Und die Top-Antwort von denen war, sie verwenden es fürs Einfrieren. Und da denke ich mir auch, Leute, fürs Einfrieren, da waren die vorsichtig, wenn ich Chewabchi einfriere zum Beispiel. Du musst aufpassen. Schau, Wespen, keine Leute, aber Wespen. Weißt? Beim Kurz war es nur ein Gössen, bei mir ist es Wespen. Ja, und dann, letztens habe ich einen Hundebesitzer beobachtet, bin ich gefahren über den 18. einer in die Stadt, Türkenschanzpark. Super Gegend, nicht eigentlich. Und da ist einer gegangen, so ein Typ beim Türkenschanzpark, so ein guter Typ, also wirklich so ein gut anzogen, intelligenter Mensch, der hat eine Zeitung unterm Arm gehabt, also eine richtige Zeitung, kein Gratisblattl oder was, der ist gegangen und hat ein Hunderl gehabt, dieses, wie heißen diese Modehunde, wissen schon, die was glauben, dass die in die Wand grenzt haben, weil die Nasen so biegt jetzt die Mops, nicht so ein kleiner Mops, der schon immer atmen kann. Nicht so einen Mops hat er gehabt und den hat er hinten gehabt an der Leine und ist so gegangen mit dem Mops, ist so spazieren gegangen und da hat er nicht gemerkt, dass das Hundi Gacki gemacht hat. Er hat das nicht bemerkt. Er ist zwar stehen geblieben und hat gesehen, oder das Hundel stehen bleibt, hat aber nicht bemerkt, dass Gacki macht. Nicht? Und wie es fertig war, ist weitergegangen. Nicht? Da wäre ich am liebsten ausgeschickt. Ich bin jetzt kein nachtragender Mensch eigentlich, aber in dem Fall war er das gern gewesen. Weißt, ein Anzugträger, also Jogginganzug, aber trotzdem, da war ich gern aus dem Auto ausgestiegen, hätte so Papierdackel genommen, weißt du, für die Dinge, hätte es aufgehoben wegen der Umwelt und war ihm langsam nachgegangen, schauen, wo er wohnt, dann anleiten und wenn er die Tür aufmacht, wie so einen alten Jerry Lewis Film, ohne Worte, Hundetorte, ja. Und da muss man schnell laufen, weil der hat einen Jogginganzug und drum kann er schneller rennen als ich. Nicht? Also das sind schon die Gedanken habe ich, das gebe ich zu, das kann ich meiner Frau nicht widersprechen. Das ist Tradition, ein großer Spritzer da auf der Bühne im Donaupark, das soll man nicht brechen. Also das sind schon Gedanken, die ich habe, aber jetzt, wie gesagt, nichts Dramatisches. Nicht? Also Kinderspielzeug nervt auch, das muss ich fairerweise sagen. Also wir haben ja, wie jetzt war es, zwei Kinder, und das Kinderspielzeug ist natürlich super, aber was mich nervt, ist das ganze Plastikklumpert. Die haben ja alle fast nur mehr Plastikspielzeug und schon Holz ein bisschen, aber mei. Und das ganze Plastikspielzeug hat Batterien, weil es muss ja alles sich irgendwie blinken und bewegen. Und jetzt seit ein paar Jahren gibt es eine EU-Verordnung, dass diese Batterien in einem Batteriefacherl drinnen sein müssen, logischerweise. Und dort ist auch so ein kleines Schraufel, das du mit nichts aufkriegst in Wahrheit. Jetzt wissen wir alle eh schon, die Kinder und Enkel haben, dass du Batterien brauchst. Also wenn am Sonntag irgendwas passiert, Batterien in allen Ausformungen haben wir daheim, weil das ja nichts passiert. Nicht? Also mit unserem Batterievorrat fährst du mit einem Tesla nach gerade oben, locker. Nicht? Also im Sommer, im Winter wie es wieder neu steht. Aber nein, das ist eh schon alles. Aber letztes Jahr, zu Weihnachten ist gewesen, hat das Christkind gebracht, eine Eismaschine von Play-Doh. So ein Play-Doh, früher hat man gesagt Plastilin, heute heißt es Play-Doh.
weiß nicht warum, weil das überall pickt, das klumpert und du blockst die Blade auf, wenn du das wegtust oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Plastik-Eismaschine, wo du oben ein Spezial-Play-Doh eine tun musst und dann drückst du auf einen Knopf und dann winki, 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 kommt unten das Eis aus, das Play-Doh-Eis. Jetzt hat das Christkind diese Eismaschine gebracht, aber das Christkind war zu deppert, dass vorher beim Skons vorbeigeflogen war, dann Schrauben sich mitgebracht hätten. Wir haben es nicht aufgebracht. Die Kinder schon, nee, wir kriegen das nicht nach, wir können kein Eis machen. Ich habe das Christkind nur angeschaut, ob es deppert ist, dass sowas schenkt und die Dinger nicht dazu. Die Nägel von der Oma, die Fingernägel, die wirklich hart sind, waren schon ganz zerborsten. Das schöne Geschirr und die Messer waren schon aufgewartet, zersplittert und so. Also es war keine Chance und eine Rehrerei. Und ich habe dann gesagt, ey, ich weiß es. Ich bin der Problemlöser in der Familie. Hab dann die Eismaschine genommen, bin aus, hab's hinter das Auto gestellt, Retourgang, eine 3.500 Touren, bim! Nicht? Und erledigt war's. Nicht? Also wir haben jetzt dann auch zwei Spielzeuge gehabt, nämlich ein Puzzle und eine Eismaschine. Und Batterien brauchen wir dafür keine mehr. Das war dann die Situation, wo meine Frau gesagt hat, du, ich glaube, wir müssen wirklich reden. Also ich habe dann auch mit den Kindern geredet, nachdem sie sich beruhigt gehabt haben, drei Wochen später. Meine Frau gesagt, na, du musst was tun gegen deine inneren Aggressionen. Und sie hat mich dann eingeschrieben in so ein Anger-Management-Seminar, heißt das auf Neudeutsch. Also ein mehrwöchiges Wochenendseminar, wo man lernt, mit seinen Aggressionen umzugehen. War ganz spannend, weil die haben mir dort erklärt, es ist ganz normal, dass wir, je älter wir werden, desto grantiger wir werden. Das ist ganz normal, weil unser Hirn sich alles merkt. Jede Entscheidung merkt sich unser Hirn. Das ist, man kann sich das vorstellen, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist unser Hirn so wie eine schöne Blume oder wie die Wiese hier. Weißt du, so richtig schöne Wiese, unberührt fast. Und jede Entscheidung, die wir treffen, führt zu einem Wow, Backhand. Schau, da liegt's. Da liegt's. Ah, Entschuldigung, bin schon wieder da. Dominik Thiem Backhand war das auf die Websen. Ja? 15-0. Jede Entscheidung, die wir treffen in unserem Hirn, macht auf dieser schönen Blumenwiese ein Wegerl. Klassische Entscheidung als Kind zum Beispiel, da ist eine heiße Herdplatte, das ist gut fürs Pfanderl, aber schlecht fürs Handel. Greift man einmal rauf, dann merkt man, diesen Weg gehe ich nicht mehr, nicht, außer man ist ein Depp, dann geht man öfter dorthin, aber grundsätzlich merkt man sich nicht draufgreifen. Und so merkt sich das Hirn jede Entscheidung. Und dann gibt es, wenn man so 50 ist wie ich ungefähr und man schaut von oben auf diese Blumenwiese drauf, dann schaut die ein bisschen so aus wie so ein Stadtplan auf Google Maps von Mumbai. Lauter kleine Straßen und Verzweigungen, weil man halt dauernd irgendwelche Entscheidungen trifft. Und dazwischen, zwischen diesen Straßen gibt es so Abzweiger, die sind ganz brat, das sind die Ärgerwege. Also wenn man irgendwo ankommt und dann müsste man ganz kompliziert zum nächsten Punkt ist, oft man ärgert sich, plops, und tschack, ist dort. Und weil das für die anderen zwar unangenehm ist, aber für uns so einfach, merkt sich das Hirn. Und in der Fachsprache nennt man diese Wege die Rue de la Fac. Und diese Rue de la Fac werden im Laufe der Jahre immer größer, immer breiter, kriegen dann schon Asphalt, kriegen eine Beleuchtung, die haben eigene Raststationen, die Grandzeit, da kann man dann rausfahren und so. Und das Problem ist, je gemütlicher diese Straßen sind, desto öfter ärgert man sie. Nicht? Kommst du in eine Situation, rups, ärgerst du. Und in der Situation bin ich und sind viele von uns, so mit 50, 55, das steigert sich. Und da muss man dagegen arbeiten. Klingt ein bisschen technisch, weiß ich, aber es ist wirklich wichtig und das könnt ihr auch mitnehmen für euch aus diesem Videoseminar quasi. Die haben mir nämlich beigebracht, man muss diese Wege unterbrechen. Also man muss schauen, dass man nicht mehr auf dieser Rue de la Fac fährt, sondern die nächste Ausfahrt nimmt und dann auf die kleinen Straßen weiterfährt. Wie macht man das? Man muss ein Umleitungsschild aufstellen quasi und das passiert im Hirn nur, wenn man was ganz Orges macht, womit man nicht rechnet. Und zwar, und das ist kein Schmäh, man muss sich denken, wenn man in eine Situation kommt, wo man sich ärgert, muss man sich denken, aha, interessant, jetzt ärgere ich mich. Und wenn man so ein schwieriger Fall ist wie ich, muss man sich das laut vorsagen. Kein Schmäh. Man muss sich das laut vorsagen. Man kommt in eine Situation, wo man sich ärgert, dann muss man laut sagen, aha, interessant, jetzt ärgere ich mich. Und dann ist es so komisch, dass man sich schon nie mehr ärgert. Da glauben die ersten Wochen alle anderen, man ist ein Depp, aber auch das hilft, dass man sich nicht mehr so oft ärgert. Also vielleicht sagen wir es einmal gemeinsam, aha, interessant, jetzt ärgere ich mich. Auch mit dieser fröhlichen Einstellung. Du fährst in der U-Bahn, es hat irgendjemand irgendwas gemacht, das Plätzchen, Maske auf. Aha, interessant, jetzt ärgere ich mich. Und das hilft dann.
Und noch was haben sie mir gesagt? Ich soll mir was Beruhigendes kaufen. Eine Sanduhr zum Beispiel, haben sie gesagt. Eine Sanduhr. Oder ich habe jetzt zu diesem Tipp der Ärzte auch immer noch den Spritzer dazu genommen. Weil der beruhigt auch. Aber so eine Sanduhr ist so was Beruhigendes. Da schaut man, wie der Sand durchrinnt. Kommt man so in die innere Ruhe, wenn man zuschaut. Und es ist schon was sehr Schönes. Das einzige Problem ist natürlich, sowas hat keiner mehr heutzutage. Wer hat noch eine Sanduhr? Nicht ja, fürs Activity-Spielen hat man noch eine Sanduhr daheim. Nicht? Aber sonst, wir haben noch eine in der Küche fürs Eierkochen. So eine Eiersanduhr haben wir. Das ist super. Ich mag ja gern so alte Sachen. Jetzt sage ich meiner Frau auch immer, du, die alten Rispfandeln, meine ich, die wir haben von der Oma. Und ich liebe das, diese Sanduhr 5 Minuten genauso lang, wie es brauchst, dass du das Ei aus dem Kühlschrank nimmst, ins kochende Wasser legst, nach 5 Minuten, zack, ist das Ei fertig. Nicht? Also, jetzt weiß ich schon, es kommt darauf an, welche Küche man hat, ist klar. Also, ich rede von einer normalen Küche, wie man halt eine Küche hat in einer Wohnung. Nicht? Also, das hat sich ja über die Jahre total geändert. Nicht? Also, früher war ja eine Küche einfach ein Ort, wo man gekocht hat. Und dann hat man, was weiß ich, wieder bei der Familie Lafitte, bei der lieben Familie, jetzt gehen wir durchreichen noch für die Reichen, wo du den Bratl durchaus gegeben hast zu den anderen. Nicht? Also, das war eine Küche. Ja. Du hast gekocht, dann zack, vielleicht ein Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Das hat sich ja geändert. Heute ist ja die Küche der Mittelpunkt der Wohnung. In einer modernen Wohnung hat ja, was du hast, eine 80 Quadratmeter Wohnung, in einer modernen hat die Küche 95. Das ist ja, also da kannst du im Klo kannst du die Zähne putzen, duschen und aufs Eisel gehen gleichzeitig, weil mehr Platz ist nicht. Im Schlafzimmer kannst du gerade mal so ein Klappbett aufstellen, Wohnzimmer gibt's keins, aber die Küche! Weil du vom Kühlschrank zum Tisch zweimal gehst, hast deine 10.000 Schritte am Tag. Nicht? Das ist eine Küche, eine moderne, nicht so kleines Wimmerl, wie wir gehabt haben. Nicht? Da bist beim Kühlschrank, nimmst die Milch raus, riecht noch nach Almwiese, wenn du beim Kaffee bist, bräckelt schon raus. Nicht? Und was sagen wir, wenn wir einen Topfen im Kaffee haben? Aha, interessant, jetzt ärgere ich mich, trinke ich halt einen Topfen Kaffee. Nicht? Zum Beispiel, und geht schon leichter. Ja, das ist, nicht? Also die modernen, ganz wichtig in der modernen Küche natürlich, was der richtig Kühlschrank. Nicht? Das ist kein kleiner Kühlschrank mehr, ein Kühlschrank ist ein, der muss sein amerikanischer Kühlschrank, side by side mit allem, was der hat, von Eiswürfelfach sowieso, dann Klimatronik und Allradwegfahrsperre, Frontheizung, alles muss der haben. Nicht? Also, und natürlich groß. Nicht? Also ein richtiger moderner Kühlschrank ist ja wie ein Gassanier. Der ist voll, aber trotzdem leer. Das ist, und ganz wichtig, die intelligente Klimazone. Das haben wir auch, das ist herrlich. Eine intelligente Klimazone im Kühlschrank, der ist so gescheit. Das ist die Zucchini verschimmeln trotzdem, aber er sagt da genau warum. Das ist super. Letztens habe ich gesagt, warum haben wir keine Milch? Hat er gesagt, weil du keine gekauft hast. Das ist so gescheit, unser Kühlschrank. Der spielt mit bei der Millionen schon bis zu 5.000, da spielt er mit, locker. Drüber braucht er dann die Waschmaschine, aber bis zu 5.000er, herrlich. Das war große Hilfe in Corona-Zeiten, weil der Kühlschrank hat mit dem Burm gelernt Mathematik. Der ist super drauf jetzt. Dauernd verkühlt, aber wirklich, wirklich gut. Ja. Na, super. So ein Kühlschrank. Und du kannst natürlich eine ordentliche Lawine ablegen für so einen Kühlschrank. Kostet einiges, aber dafür kannst du da zählen. Nicht? Kannst du ja sagen, mein Haus, mein Kühlschrank, meine Yacht, das ist so in einer Liga. Und man kann die Leute beeindrucken. Das ist schon, man kann ein bisschen den Neid schüren. Nicht? Das ist ja in Zeiten wie diesen auch wichtig. Nicht? Dass man so, der Neid ist in unserer Gesellschaft ja ganz, 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 ganz vorne dabei, nicht? Also, dass man die anderen neidig machen kann. Nicht? Das ist schon beeindruckend. Das ist Facebook, Instagram, das würde es alles nicht geben, wenn es den Neid nicht gab. Nicht? Wo jeder, wow, wie super bin ich, da, das kann ich, das habe ich, da bin ich gerade. Das ist neidig machen. Hätte es früher nicht geben. Nicht? Also, was Leute sterben heutzutage nur, damit sie ein schönes Instagram-Foto haben, ist meistens Männer übrigens, aber den alten Witz von früher, nicht? Ein Foto vom Abgrund, nur einen Schritt zurück. Ja? Heute machen sie es selber. So, na, da mache ich. Damit das letzte Foto ein schönes wird. Nicht? Kann man nur hoffen, dass das Foto in der Cloud ist, bevor er selber in der Cloud ist. Nicht? Weil sonst war es auch umsonst. Ja? Nein, aber die Kühlschränke sind schon. Mit einer Eieruhr kannst du niemand mehr neidig machen. Das muss man fairerweise auch sagen. Mit so einer kleinen Eieruhr geht nichts mehr.
Ja, aber ein Freund, jeder hat einen so im Bekanntenkreis. Das ist so, man nennt es in der Fachsprache Early Adapter. Das ist einer, der quasi sobald moderne, neue Sachen da sind, hat er es schon. Also er ist quasi, die Leute von Apple rufen ihn an, ob sie das neue iPhone SO machen können. Der ist gerade ganz intensiv, hat wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann, hat er. Ganz intensiv momentan und ein neuer Trend, der für uns dann erst in ein paar Jahren kommt, ist intelligente Textilien. Das heißt, ich weiß nicht, der Stoff sagt das selber, wenn es stinkst in der U-Bahn, wenn du das selber nicht merkst oder die anderen, die nicht wieder aussehen. Das ist ganz, ganz, der hat ein Taschentierchen, wo er so Membrane drinnen hat. Und jedes Mal, wenn du die schneidest, werden deine Körperwerte, Fette und alles, werden ausgewertet, kommen an eine App und falls ist, wird der Notruf aktiviert. Das brauche ich nicht, aber er hat es. Und das ist der Franz, der ist Kameramann und der ist letztens gekommen, weil die Burm, also der große Bur und dessen Bur, die sind miteinander befreundet. Und der hat bei uns geschlafen und dann hat er gefrühstückt, dann haben wir ausgemacht, die frühstücken gemeinsam und ich koche gerade Eier mit meiner Eieruhr und der kommt und sagt, was machst du da? Der lacht so deppert. Der ist so wie der junge Seraphim. Da kommt, der glaubst du, der hat irgendwas mit Operette zu tun, aber wurscht, lieber Kerl, aber lachdeppert. Und der kommt und sagt, was machst du da? Ich sage, ne, nach was schaut's aus? Ich koche Eier mit meiner Eieruhr. Und er sagt, so kocht man doch keine Eier mehr heutzutage. Sag ich, na, wie kocht man Eier heutzutage? Ha? Muss man die Eier fragen, ob sie selber bereit sind, das ins fertige Wasser hineinkullen oder darf man es noch selber einlegen oder ist das auch schon verboten? Sag ich, nein, red nicht so blöd. Man kocht jetzt Eier mit einer App. Sag ich, mit einer Eier-App. Mit der Eierkoch-App fürs iPhone, nicht? Ja, natürlich fürs iPhone. Der hat eine App, da kannst du alles einstellen. Wenn du Eier kochen willst, kannst du alles einstellen. Welches Ei ist es überhaupt natürlich? Nicht? Ist es ein Hühnerei, ein Wachtelei, ein Straußenei, was auch immer? Ist es groß, mittel, klein, Freilandhaltung, ja, nein? Wie soll das Ei innen sein? Soll es schlatzig sein? Soll es kernweich sein? Soll es hart sein? Soll es türkisgrün sein? Weiß ich nicht, ob man das politisch taugt. Beim Ei schon gar nicht. Also kannst alles einstellen. Da kannst auch noch einstellen, welche Musik abgeht, wann das Ei fertig ist. Ja, kannst also entweder ein Wecker oder ich habe dann genommen Eye of the Tiger. Ja, wenn es geht, nicht? So kindisch bin ich. Und dann kannst du noch einstellen, welche Höhenmeter man hat und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, bitte, das ist doch ein Blödsinn. Wir brauchten so eine App. Und dann hat er einen Satz gesagt, da hat er mich gehabt und gesagt, na, den Kindern taugt sowas. Und wie gesagt, jetzt bin ich fast 50 und habe mir gedacht, okay, wenn es den Burm taugt und da will man mit 50 ja auch irgendwie ein cooler Papa sein, das gebe ich zu. Und ich habe eigentlich ein ganz gutes Verhältnis mit meinem Großen. Ich war jetzt aktuell im Club 300 bei ihm und das klingt gut und bedeutet, dass ich mich in seiner, also mit ihm gemeinsam, quasi in seiner Gegenwart, der Schule nicht näher als 300 Meter nähern darf. Also das ist dieser Club 300, weil ich weiß nicht, wann es weiter ist, dann zerfällt er zu Staub oder irgend sowas. Und das sind hohe Strafen. Also wenn das missachtet wird, dann muss ich eine Nacht neben seinen frisch ausgezogenen Turnschuhen übernachten. Und das ist mir dann zu kritisch, muss ich sagen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn es dem Burm taugt, dann machen wir das. Nicht? Dann habe ich gesagt, okay. Und habe ich das angefangen zum Einstellen. Inzwischen sind die Burm gekommen und habe gesagt, Papa, was machst du? Ich habe gesagt, wir kochen jetzt Eier mit der App von Franz. Ah, super, super. Haben sie voll taugt. Dann habe ich noch eingegeben die Höhenmeter, die man auch eingeben muss, weil je nachdem, welches iPhone man hat, erkennst du die Höhenmeter. Und ich weiß nicht, wenn du am Himalaya Eier kochst, dann sind sie schneller oder kürzer fertig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie ich das dann alles eingegeben habe, war der Akku leer und der Franz, was hast du für ein iPhone? Und ich habe gesagt, nein, das 10er. Sagt er, mit dem 10er geht das nicht. Oder was, den 12er oder nee, das 13er oder was? Und dann war es so heiß, dass ich mir ein bisschen was von der Präglatten München seit Taschentücher getan habe und dann ist die Rettung gekommen und er hat dann im AKH gefrühstückt. Also war dann auch schön. Und wir haben dann die Eier mit der Eieruhr gekocht. Nicht? Aber ja, so ist es mit dem Franz. Aber grundsätzlich ist so eine Sanduhr natürlich schon. Die geht so 40 Minuten oder so ungefähr. Das heißt, wenn es da durch ist, ist es aus auch.
Ist schön. Wenn sich das so spiegelt und so. Wobei natürlich, es ist da auch wieder etwas, nicht, wo man sagen muss, man kann sich einfach auf nichts mehr verlassen heutzutage. Nicht? Du kannst dich auf nichts verlassen, weil alles fake ist, Fake News, nichts stimmt. Weil was ist in einer Sanduhr nicht drinnen? Sand. Nicht, weil Sand wäre unförmig, da ist nicht jedes Körnchen gleich groß. Die saugen die Feuchtigkeit auf, die biegen zusammen und dann geht es nicht mehr durch. Also es ist keine Sanduhr, sondern es ist in dem Fall eine Glasuhr, weil es sind ganz feine Glassplitter, die eingefärbt sind und ausschauen sollen wie weißer Sand aus der Karibik. Und man denkt sich da schöne Sachen draus, aber das ist aus also nicht Metallsplitter, sind auch oft drinnen. Nicht? Das ist, ich sage immer, alles, was man sich durch die Lupe der Wirklichkeit anschaut, wo man ganz genau hinschaut, ist nicht mehr so schön wie in der Vorstellung. Das ist ne, wurscht was, nicht? Wenn du nimmst, so ist er da. Nicht? Schau dir so ist er da an, müsst nicht mehr essen nachher. Nicht? Das ist, oder Haare, Nasenhaare. Nicht? Du lernst jemanden kennen und denkst, ach, du eine schöne Nase nach 10 Jahren davor beim Aufwachen, denkst du, und da drinnen. Ja. Das ist die Lupe der Wirklichkeit, das ist schwierig. Und überhaupt auch diese romantischen Vorstellungen, die man immer verbindet mit Sand, ja, wo man sagt, das ist doch die romantischste Vorstellung, ne, dass man gemeinsam auf einem Sandstrand sitzt und Sonnenuntergang genießt und dann vielleicht es zum Äußersten kommt. In der Realität dann auch nicht so schön. Ich finde überhaupt alles, was man dann so genau weiß, ist eigentlich nicht so ein Vorteil. Ich bin ja kein Freund von Google zum Beispiel. Also ich fand die Situation früher total angenehm, wo nicht dauernd alle alles gewusst haben. Das war doch viel schöner, das war viel natürlicher. Du hast gewusst bei manchen Leuten, wenn einer nie was gewusst hat, hast du gewusst, das ist ein Depp. Kann ja ganz ein lieber Kerl sein, ist ja wurscht, das muss ja nicht jeder alles wissen, aber der war halt ein Depp, nein, ein lieber Depp. Heute kann jeder mitreden. Das ist noch schöner war früher, wenn du Situationen gehabt hast, wenn du überzeugend warst, beim Abend zum Beispiel, nicht, wo geredet worden ist, gescheit, aber dumm geredet worden ist. Da hast du einfach mitreden können, weil es hat eh keiner überprüfen können. Das war total super. Diese, bis die nachgeschaut haben im Brockhaus von der Oma, geh bitte. Kein Thema, nicht? Was sie diese Spiele früher mit dem Hauptstadtspiele, nicht? Also diese Hauptstadt von und so weiter, Macke, bitte. Das ist Hauptstadt von Gambia zum Beispiel. Nicht? Weiß jeder heutzutage, weiß, die ist Langsul. Nicht? Klar. Ja, aber damals hätte es keiner überprüfen können. Nicht? Heutzutage natürlich, wenn du das weißt, kannst du brillieren und dann kann man nachschauen im Google und liest dann Langsul. Total spannend. Nicht? Weil man weiß gar nicht, dass in der Gegend dort in Gambia, das ist quasi wie das Silicon Valley. Das sind total viele neue Firmen, Startups werden dort gegründet, viele Studenten, grüne Parks machen die Bewässerungsanlagen. Es ist großartig. Es ist so eine der boomenden Städte dort in der Region von Afrika. Es stimmt zwar alles, aber es klingt total schön, oder? Weil die Hauptstadt von Gambia ist Banjul. Aber was hilft uns das jetzt? Auch nichts. Ne? Macht den oben da nicht besser in Wahrheit. Oder was ich schon sagen kann, weil wir auch ja heuer nicht so viel auf Urlaub fahren haben können und ich habe auf der Ferienmesse gearbeitet. Und da gibt es ein paar Tipps, die ich so weitergeben kann, weil es ja im nächsten Jahr angeblich dann eh wieder besser ist und wir dann wieder auch weiterfahren können. Soldanellen, waren Sie schon mal auf den Soldanellen? Das ist das boomende Urlaubsgebiet, das kommen wird. Das ist noch nicht so touristisch überlaufen. Gibt es da noch günstige Flüge, wo man auch so ökobilanzmäßig auch noch was anderes zahlen kann? Aber Soldanellen, ein Traum. Das ist dort in dieser Gegend bei den Seychellen. Seychellen, Soldanellen, Langhanscher Inseln. Das ist so ein Traum, eine Traumgegend dort. Ne? Das ist, sind die Seychellen und die Soldanellen sind Alpenpfeilchen und die Langhanschen Inseln sind irgendwas auf der Bauchspeicheldrüse. Ja, aber was hilft uns das? Auch nichts. Oder es ist doch die Vorstellung viel schöner, dass wir mit unserem Liebsten, unserer Liebsten am Sandstrand auf den Langhanschen Inseln sitzen. Wir haben eine Pina Colada in der Hand, sitzen im Liegestuhl, schauen in den Sonnenuntergang, wo eine Welle gerade einen Surfer zerreißt, nicht irgendwo eine Möwe. Viel schöner als du weißt, die Langhanschen Inseln sind irgendwas Komisches in der Bauchspeicheldrüse. Das ist doch alles nicht so super. Ja, und überhaupt, wie gesagt, vorher nicht. Also diese romantische Vorstellung vom Sandstrand. Wir sitzen am Sandstrand, eine einsame Bucht.
Sonnenuntergang. Du und dein Liebster, deine Liebste. Ihr habt euch Liebe, schaut euch tief in die Augen. Es kommt zum Äußersten, das Gewand fliegt, ihr habt Sex. Kurzer Exkurs von wegen Realität. Also, Sex am Strand ist was Schönes in der Fantasie, in der Vorstellung. In der Realität, jetzt abgesehen vom Optischen, das ist ja selten so, dass die Vorstellung von uns selber, wie wir nackert ausschauen, mit der Realität übereinstimmt. Das ist meistens nicht so, dass man sich auszieht und sagt, ja komm her, Palmas, mach mal ein Foto, geht schon. Ich habe mit meiner Frau übernachtet in einem Hotel, wo oben die Spiegel waren. Bist du deppert? Wir haben beide nur einen Bauch. Wir waren eh nur eine Stunde dort, also es war nicht so. Aber Wahnsinn, das ist, boah, wenn das alles so, boah, nein, braucht keiner in Wahrheit. Aber die jetzt abgesehen von der optischen Vorstellung, diese Sex am Strand, ich weiß nicht, wer das schon einmal gemacht hat von Ihnen. Ein kurzer Exkurs in Sachen Sand. Wenn man eine Einfahrt pflastert, dann muss man da Pflastersteine auflegen, legt man ein Muster auf oder wie auch immer man will. Und damit diese Pflastersteine nicht verrutschen, muss man verfugen. Und womit verfugt man? Mit Sand. Genau. Weil der Sand hat eine ganz besondere Eigenschaft. Er hat die Eigenschaft, dass er überall dort reingeht, wo er nicht hin soll. Und das Weitere, dort, wo er nicht hin soll, dort bleibt er und geht nimmer weg, weil er hat einen sehr hohen Mitarbeit, richtig, Reibungskoeffizienten, das hat mir der Kühlschrank vorher gesagt, und durch diesen Reibungskoeffizienten geht der nimmer aus der Fuge, und dem Sand ist es jetzt relativ wurscht, ob er sich bei der Fuge um eine Einfahrt oder um die Gabi aus der 8B handelt, wie bei mir damals. Und auch der männliche Partner kämpft mit dem Sandsack und nicht nur der Boxer, muss man an der Stelle einmal sagen. Es tut wirklich weh. Ich meine, es ist jetzt nicht nur schlecht Sand, natürlich muss man was trinken, wenn ich vom Sand rede die ganze Zeit. Es ist natürlich nicht nur schlecht, der Sand, klarerweise. Nicht? Also, wir haben zwei Kinder, wie ich mittlerweile draufgekommen bin, das ist natürlich auch was Schönes. Wenn du sagst, ja, schon okay, nicht? Also Sandstrand, wir machen auch Urlaub am Sandstrand, klarerweise. Lustigerweise nicht in Oberitalien, Cesolo und so weiter, sondern eher im Norden, oben in so an der Nordsee. Sylt zum Beispiel fahren wir sehr gern, weil ein Freund von uns dort eine Wohnung hat. Und da können wir wohnen und das ist jetzt ganz nett, da in Westerland, in der Hauptstadt, so eine Ferienwohnung zu haben. Und es ist dort schön. Ich liebe es. Die Landschaft, die Temperatur, die Luft, das Meer, dieser weiße Sandstrand, fast wieder drinnen. Ein Traum, wirklich. Das ist großartig. Und das wirklich Tolle ist, es sind fast keine Leute. Es ist, hat auch damit zu tun, dass im Hochsommer das Wasser maximal 17 Grad hat, aber es ist wirklich unendliche Weite und es ist schon schön. Es ist weniger schön, wenn du den ersten Tag dort bist und quasi den Strandkorb einrichtest. Und es ist noch nicht alles bereit und die Kleine muss ganz dringend aufs Klo, dann ist es ein bisschen schwierig, weil es ist dort nichts. Und dann haben wir durchaus unterschiedliche Herangehensweisen, also die professionelle Herangehensweise der Psychologin und meine recht pragmatisch, habe ich gesagt, gut, ich soll ja da irgendwo hinmachen, ist ja genug Sand da, ist wurscht. Und meine Frau hat gesagt, nein, das kann jetzt sicher nicht irgendwo dahin machen, was glaubst du, das geht gar nicht. Und ich habe gesagt, warum kann sie nicht irgendwo hinmachen, das ist ja unendlich viel Platz. Nein, das geht nicht, das kann sie nicht, warum nicht? Und da haben wir hin und her, bis meine Frau gesagt, nein, das kann sie nicht, weil die kriegt ein Trauma. Ich sage, bitte, was wird sie für ein Trauma kriegen? Glaubst du, dass sie daheim nur mehr aufs Katzenkisterl geht oder was glaubst du, was da rauskommt? Ha? Und wir haben uns dann geeinigt nach langem Hin und Her, weil sie hat gesagt, nein, du gehst da runter ins nächste Café. Ich habe gesagt, das sind 2 Kilometer, da gehe ich sicher nicht hin. Und haben dann hin und her und ich habe dann einen Weg gefunden, damit sie kein Trauma kriegt. Sie ist nämlich ein irrsinniges Piratenmädchen und hat gesagt, ja, sie ist eine Piratin und das taugt ihr sehr. Und da habe ich so ein Bikini-Hosal umgesetzt, so das Auge zu. Und habe gesagt, so, wir vergraben jetzt einen Schatz. Und dann sind wir gegangen und dann habe ich mit dem Schaufel ein Loch gemacht. Dann hat sie den Schatz verlegt und dann wieder zu und dann war das erledigt. Das war wieder so ein typisches Beispiel, wo man sagt, diese großen Probleme, über die man sich aufregt, in Wahrheit sind die dann eigentlich gar keine. Nicht? Weil als Problemlöser konnte ich das sehr schnell umsetzen. Das ist schon
gut. Das ist überhaupt sowas, finde ich, in unserer Gesellschaft. Oder jeder versucht, es ist alles ein Problem. Und jeder versucht, die großen Probleme zu lösen. Alle wollen allein den Klimawandel zum Beispiel. Wenn jeder die kleinen Probleme lösen würde, dann wäre das auch geholfen allen und würde uns allen besser gehen. Nicht? Ich sage immer so, die kleinen Probleme. Mir wird es schon reichen, wenn ich es einmal schaffe, dass ich einen USB-Stick am Anfang gleich richtig einstecke. Na, du willst den einstecken, nein, geht nicht, traust um, nein, geht auch nicht, traust, ah, hätte eh super. Nie. Oder dass ich es einmal schaffe, bei uns im Auto die Klimaanlage so einstellen, dass meiner Frau nicht kalt ist und mir nicht zu warm. Nicht? Also, oder im Winter hatzen, kommt der Winter wieder. Nicht? Also wir steigen ins Auto ein, meine Frau, hatzt du schon? Sag ich, ja, ich hatz schon. Ja, ich hatz schon. Warum zirkt es so kalt? Ja, weil ich hatz. Das ist so ein... Oder dass ich es einmal schaffen würde, eine Geburtstagskarte so zu schreiben, dass alles Platz hat. Weil ich schreibe so gern Geburtstagskarten. Es war so im Kindergarten, habe ich die schönste Schrift gehabt und da ist eine eigene Füllfeder mittlerweile, die ich mir gekauft habe. Und dann weiß ich genau, ich schreibe Geburtstagskarten, weil mir das irgendwie lieber ist, als WhatsApp zu schicken. Und da kaufe ich immer schöne Geburtstagskarten. Und ich schreibe was Ehrliches, was so eine persönliche Botschaft für die Leute. Was weiß ich, wenn mich Facebook nicht erinnert hätte, hätte ich die vergessen oder sowas. Oder in Erwartung einer Erbschaft wünsche ich dir trotzdem noch schon ein paar schöne Jahre. Ich entscheide mich dann aber meistens für den Klassiker Alles Gute zum Geburtstag. Da weiß dann jeder, was gemeint ist. Aber glaubst du, ich schaffe das einmal, dass ich das richtig aufschreibe? Weil du hast die Karte. Und dann weiß ich, okay, wir haben Alles Gute zum Geburtstag. Das sind also vier Worte. Nicht? Und du musst mit dem A anfangen. Das A ist ein richtig großer Buchstabe, das ist ausladend. Mit dem L kann man ein bisschen weniger Platz verbrauchen. Die beiden L nebeneinander. Man darf sie nicht hinhudeln, weil die L sind trotzdem auch allein lebensberechtigt quasi. Dann das E ist ein kleines L, kann man ein bisschen rein. Und das S wieder bauchig. Und du schaust und sagst, okay, alles braucht jetzt einmal ein Drittel der Karten. Aber bei nur mehr drei Wörter. Gute, muss man schon aufpassen, das G nicht zu sehr ausufern, das U, das D-Knopf ein und das E und du siehst, es sind zwei Drittel früh und spätestens beim Anfang von Geburtstag musst du schon so schief reinschreiben. Das ist jedes Mal dasselbe. Wobei man sich auch denkt, ja, es ist halt so. Es ist ein bisschen wie im Leben. Du glaubst am Anfang des Lebens, wir haben ganz viel Platz und ganz viel Zeit, alles zu erledigen und dann je knapper es wird, desto mehr musst du nur eindrucken. Das ist so der, ein bisschen so der küchenphilosophische Ansatz jetzt, ja, weil das taugt mir auch. Küchenphilosophie mag ich auch gern, so die philosophischen Sprüche, die so auf Küchenkalendern oben stehen, das taugt mir sehr. Nicht? Da würde ich auch gerne mal so einen Kalender machen mit den schönsten Kalendersprüchen. Da habe ich ein paar schöne. So, nur wer den Affen dressiert, darf von der Banane essen. Der Paulo Coelho hat auch so, der hat auch Romane geschrieben angeblich, aber hauptsächlich lebt er von diesen Küchenkalendern. Und dann habe ich noch, was hilft die beste Soße, wenn es nichts zu tunken gibt? Ja. Oder mein Liebling ist, wenn Liebe blind macht, warum sehe ich dich dann? Aber ja, habe ich noch nicht gemacht, den Kalender. Wurscht, muss man nicht, weil... Ja, man kann nicht alles machen im Leben. Das ist etwas, was ich gelernt habe mit der Zeit und was auch wichtig ist, weiterzugeben. Man kann nicht alles. Wir leben in einer Zeit, wo jeder behauptet, wenn du nur willst, du kannst alles. Es ist ein Blödsinn. Man kann nicht alles können. Das ist auch ganz wichtig, dass man das den Leuten sagt, man kann nicht alles. Es gibt auch Sachen, die man nicht kann und es ist total okay, dass man nicht alles kann. Das Scheitern ist ein ganz wichtiger Teil im Leben. Man muss auch manchmal scheitern und wenn man dann scheitert, ist okay, aufstehen und was Neues probieren. Das sage ich ja den Kindern zum Beispiel immer. Ich sage ihnen nie, du kannst alles werden. Das stimmt nicht. Du kannst nicht. Ich sage immer, wenn dich was interessiert, bitte probier alles aus. Du hast jede Unterstützung, aber rechne damit, dass es vielleicht nicht gelingt. Damit muss man umgehen. Es muss nicht jeder alles kennen. Es muss nicht jeder, der sich an Bergschuh binden kann, muss auf Mount Everest aufgezahlt werden. Dass du um Katerln ausgehen musst. Wer war der Letzte? Wann sind wir dran? In 8 Stunden, da sind wir tot. Wurscht, probier's trotzdem. Das ist doch sinnlos. Man muss auch nicht jeden Touristen, der trotz Lawinenwarnstufe 48 sich in Tiefschnee eine haut, wieder außer Zahn. Nein,
Das ist natürlich eine Auslese. Danke, im nächsten Jahr, wenn es keine Corona gibt, haben wir ein Zimmer mehr zum Vermieten. Da riskieren 14 oder 15 Bergretter das Leben für einen Trottel. Das ist... Und man kann einfach nicht alles können. Man kann zum Beispiel, niemand kann seinen eigenen Ellbogen ablecken, zum Beispiel. Man kann nicht mehr als 20 Soletti in einer Minute essen, weil da wird der Mund zu trocken. Und man kann Papier nicht öfter falten als 8 Mal. Wurscht, wie stark man ist, wurscht, wie dünn das Papier ist, weil das wird zu dick. Und hören Sie auf, den Ellbogen zu lecken. Es geht nicht. Ich weiß, man glaubt es nicht, aber es geht nicht. Da denkst du, Moment, muss ich den anderen probieren? Nein, man kann den Ellbogen vom Nachbarn lecken, wenn man will, aber den eigenen kann man nicht lecken. Nicht? Aber wie gesagt, man muss ja nicht. Ich werde zum Beispiel keine Hochspringerin mehr werden und Hochsprungweltmeister auch nicht. Das ist auch total okay. Das Schöne an Sylt, und dort kann man zum Beispiel hinfahren auf Urlaub, ist im Vergleich zu Italien, ist das Schöne an Sylt, also an Oberitalien, dass dort zum Beispiel für die Kinder alle Deutsch reden. Das ist in Oberitalien auch natürlich, weil dort ist ja die Italiener, sind ja, schau schon wieder, dort sind ja die Italiener. Wir müssen kurz unterbrechen für eine böswillige Attacke einer Websen. Tschau, traut sie wieder her. In Sylt reden alle Deutsch natürlich, super für die Kinder. In Oberitalien auch, dort ist ja das Italienische eine geduldete Minderheit. aber man kann da oben super kicken und das mache ich ganz gerne mit dem Burm. Du hast wirklich unendliche Flächen an Sand, wo man super kicken kann. Das Interessante ist nur, für uns ist es total spannend, weil es ist sofort Kordobane. Du spielst immer gegen eine deutsche Familie und da hast du sofort das Deutschland-Österreich-Ländermatch. Und da ist interessant, das habe ich gelernt, dass du dort zum Beispiel in Sylt oder auf Sylt und in Deutschland generell die historische Bedeutung dieses Spiels in Cordoba überhaupt nicht bekannt ist. Also die haben einen Geschichtsunterricht, wo das wirklich nicht erklärt wird. Das ist oft, aber wir kicken da immer, für uns ist immer gleich ein Ländermatch. Nicht einmal gespielt gegen Jens und Dirk, damit man sich was vorstellen kann. Die haben nicht so geheißen, aber damit man weiß, ungefähr haben wir gespielt. Und der Jens war der Papa nicht und der hat dann, wir haben gespielt letzter Mann im Tor natürlich nicht und ich war im Tor und der Bub war vorn und der Jens reißt an und der Nuno, so heißt unser Bub, der ist daneben gerannt und ich gesagt, macht nichts, ich habe ihn und ich bin gekupft wie der Friedel Konzile in seine besten Zeiten und ich habe gewusst, ich habe ihn und wie ich fliege, sehe ich, wie ich den Ball erwische und ich sehe schon, ich werde schön landen und kurz vor der Landung denke ich mir, ist das nicht das, wo wir gestern den Schatz vergraben haben und eine wirklich genau drinnen und ich und der Bub ist super und ich, nein, das ist nicht super. Oh Gott, und meine Frau, was ist denn? Und ich hab den Schatz gefunden. Grauslich. Hab ich heute noch den Geschmack im Mund. Aber ja, seitdem vom Leben gelernt, habe ich immer Sackerl fürs Gackerl mit eingepackt. Wobei vom Leben lernen auch was ist, was wir nicht mehr kennen. Wir können nicht mehr irgendwas selber lernen oder wir brauchen für alles einen Coach. Oder? Es ist für jedes Ding gibt es einen Trainer, einen Coach. Jetzt das Atmen zum Beispiel, nicht ganz wichtig. Das richtiges Atmen ist gerade ganz in, wo sie uns erklären, man muss so, also mit dem Bauch so, weil wenn man so atmet, ist man quasi tot schon. Also immer und nicht. Ja, wir atmen seit 34 Milliarden Jahren, glaube ich, aber jetzt müssen wir es lernen, damit es richtig geht. Oder spazieren gehen. Nicht? Man kann nicht mehr im Wald spazieren gehen. Das heißt nicht mehr im Wald spazieren, sondern das heißt Waldbaden. Und da braucht man einen eigenen Coach fürs Waldbaden. Nicht? Ein Waldbaden-Seminar im Waldviertel kostet 600 Euro. Da gehst du mit am Coach in Wald. Und er erklärt da, was ist das? Ah, das ist ein Baum. Ah, das ist ein Baum. Versteht. Ja, und was ist das? Eine Wurzel. Ah, vorsichtig drüber. Gibt Sitzkreise um die Wurzel, dass sich die Wurzel nicht beleidigt fühlt, wenn man drüber steigt. Und so. 600 Euro für ein Waldbaden-Seminar. Satz mal nicht besser. Wenn ich vor ein paar Jahren mit irgendjemandem im Wald gegangen bin und dem 600 gegeben habe, war das alles andere, aber sicher kein Coach. Ja. Aber nein, jetzt müssen wir das alles lernen. Waldbaden, ein Coach. Furchtbar. Aber ja.
oder das ist wenigstens ein Mensch gewesen, nicht? Beim Waldbaden. Aber ich meine, wir brauchen zum Beispiel für sonst, nicht? Wir können nicht mehr wandern gehen, nicht? Damit wir wandern gehen, brauchen wir Alpakas. Ne? Alpaka-Wandern, warum Alpaka-Wandern? Vor allem, was denkt sich das Alpaka, wenn ich mit dem wandern gehe? Verstehst du? Komm, Alpaka, komm, warum? Und wenn ich so oben grün kann, okay, ja, dann gehe ich mit dem Alpaka wandern, aber sonst. Die Alpakas sind diese mit der Toni Polster-Frisur, mit dem Grinser, mit den abstehenden Ohren. Weißt du, denk mal, wenn ich mit einem depperten Grinser wandern gehen will, ich mit dem kurz. Ja, sage ich, komm Sebastian, geh mal wandern. Aber wobei, wenn ich nicht zu viel über die Coaches schimpfe, weil es gibt eine Coachin, die ist ein Wahnsinn. Also die ist für mich unter den Top-Coaches aller Zeiten. Die ist großartig, die hat etwas geschaffen, die hat eine eigene Technik entwickelt, einen eigenen Stil, ein eigenes Leben entwickelt. Das ist, die hat Fernsehsendungen, die ist Milliardärin mittlerweile, weil sie weltweit bekannt ist. Die hat etwas gemacht und macht etwas mit den Menschen, was noch nie zuvor jemand gemacht hat. Die ist nämlich eine Coachin für Zusammenräumen. Die Marie Kondo, eine Asiatin, die bringt den Menschen bei, wie man zusammenräumt. Und ich meine, die hat da eine Technik entwickelt, wo man sagen muss, nicht lachen jetzt, aber wirklich, das ist, die räumt zusammen, wie noch nie zuvor jemand zusammengeräumt hat. Die sagt nämlich ganz richtig, wir haben ja alle viel zu viele Sachen, aber sie sagt, beim Zusammenräumen, man muss die Sachen dorthin räumen, wo sie hinkehren. Das ist unglaublich. Und weil wir alle viel zu viele Sachen haben, müssen wir vorher, bevor wir diese vielen Sachen wegräumen, ganz viele Sachen kaufen, nämlich ihre, nämlich Schachteln und Bücher und DVDs, weil jedes Ding braucht ein Zuhause, sagt sie. Jedes Ding braucht eine Schachtel, braucht eine Dinge, wo sie kann wohnen. Ja, das braucht ein Ding. Und das muss man alles kaufen. Und dann muss man alles herräumen und muss alles in die Hand nehmen. Und wenn man etwas spürt, dann kannst du behalten. Und wenn du nichts spürst, dann musst du meistens weg. Ja, und das ist die Sachen, wo man nichts spürt, einfach weghauen. Das gilt für DVDs und Bücher und Omas und Ehepartner, Kinder, es gilt für alles. Und dann ist die Marie Kondo da und sagt, so, mach dir du zusammenräumen. Das ist ein feministischer Akt quasi. Die wird, also in Jahrhunderten wird die in einer Liga sein mit der Marie Curie, Marie Antoinette, Marie Kondo. Das ist eine, und die ist Millionärin. Und ich denke mir oft, wenn ich das meiner Oma dazu entdecke, und meine Oma war jetzt eine, sagen wir mal, ein Biskuin, muss man sagen. Die war immer, was ist das? War keine liebe Oma. Also die Oma war eher so ein, aha, interessant. Ja? Das war so in der Grundanlage bei ihr. Wenn ich meiner Oma dazu wird, du Oma, was ist? Weißt du, womit man heute Millionärin wird? Ja, durch harte Arbeit. Nein, Oma, nicht durch harte Arbeit, durch Zusammenrahmen. Dann hätte sie gesagt, dann fang ich dein Zimmer oder kannst Milliardär werden. Das. Und noch was hätte die Oma gesagt, ich sage, schon was gegessen, du hast sicher einen Hunger. Sag ich, nein, Oma, du, ich habe gerade was gegessen, ich habe keinen Hunger. Du hast sicher was gegessen, du hast sicher nichts gegessen, du hast dann Hunger. Sag ich, nein, Oma, ich mag nichts essen. Du magst was essen? Nein, ich mag nichts essen. Du hast was zum Essen und zum Trinken. Und man hat gegen die Oma nicht dagegen geredet. Und ich finde, wir sollten der Oma jetzt auch nicht dagegen reden. Und ich danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und holt euch was zum Essen und zum Trinken. Aha, interessant, wenn es euch ärgert, das gebe ich euch mit auf den Weg. Alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund.